Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das Debütalbum Treppenhaus von Apache 207 vorstellen. Das Ganze gibt es in der Fanbox oder besser gesagt in der Kühlbox zum Unboxing für euch von mir wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das Debütalbum Treppenhaus von Apache 207 ist am Freitag, den 31. Juli erschienen. Ich habe für die Box 49 € bezahlt. Den Link zum Album, zur Box und zum MP3-Download des Albums gibt es für euch natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu. Ich bin diesmal ein bisschen spät dran mit dem Unboxing. Es lag aber nicht an mir, sondern eher am Versender, denn ich habe die Box leider gestern erst, also gestern zum Montag bekommen. Und gestern hatte ich leider keine Zeit. Deswegen gibt es heute für euch erst das Unboxing dazu. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Als erstes schauen wir uns natürlich das Boxdesign an. Ihr könnt mir an dieser Stelle gern wieder euren Lieblingssong von Apache einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Gut, schauen wir uns als erstes das Boxdesign an. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Ich finde es einfach mega, dass einfach mal wieder was Neues ist, was Kreatives, was anderes, was es vorher so noch nie gab. Also wirklich extrem geil. Apache hat sich wirklich was echt Cooles ausgedacht, sein neues Album bzw. sein Debütalbum in ja, so eine Kühlbox zu packen. Also wirklich absolut geniale und krasse Idee. Feier ich auf jeden Fall. Daumen nach oben. Sollten sich wirklich mal die anderen Künstler wirklich mal ja, einen Daumen abschneiden dafür und einfach auch mal ein bisschen was Kreatives wieder reinbringen. Also wirklich absolut geile Idee. Gut, wir schauen uns kurz ein bisschen die Kühlbox an. Viel zu zeigen ist ja natürlich nicht. Also wir haben eine Kunststoff-Kühlbox. Auf dem Deckel lesen wir Apache 207. So sieht das Ganze ringsherum aus. Hier haben wir jetzt hier solche Haken, wo man dann diesen Tragegurt befestigen kann, dass man das Ganze dann natürlich auch umhängen kann. Auf der anderen Seite ebenfalls. Dazu hat man hier oben noch so einen schönen Henkel und Griff, wo man das Ganze dann auch so tragen kann. Und auf der Unterseite der Box sehen wir jetzt nochmal einen Barcode, Treppenhaus Apache 207. Ja, und hier haben wir jetzt nochmal 4 Schrauben. Also wirklich eine sehr, sehr coole Idee. Feier ich extrem, das Ganze einfach wirklich in so eine Kühlbox zu packen, weil man kann es einfach gebrauchen. Wirklich absolut geile Idee. Gut, jetzt wollen wir aber reinschauen. Und als erstes kommt uns hier oben im Deckel und zwar der erste Kühlakku entgegen. Insgesamt sind 2 Stück hier drin. Das Ganze wird hier oben einfach so eingeklickt. Okay, also 207. Das Ganze könnt ihr hier oben, wie gesagt, befestigen. Ist nur der erste, es gibt noch einen zweiten. Okay, sehr schön gelöst. Vor allem, dass man das Ganze auch kreativ gestaltet hat. Andere hätten jetzt einfach nur einen einfachen Kühlakku hier reingemacht. Aber das Ganze ist halt auch noch ein 207-Stil. Ja, wie soll ich sagen, designt oder gemacht. Wirklich coole Sache. Okay, gut. Als erstes kommt uns jetzt, oder als zweites besser gesagt, das T-Shirt entgegen. Das wollen wir uns natürlich zum Schluss anschauen. Dann die Aufkleber. Das ist ein richtiger Stickerbogen, oder? Also es sind mehrere Aufkleber. Dann das Album, dieser Tragegurt und hier ist der zweite Akku. Okay, das sind die ganzen Inhalte, aber als erstes, Freunde, schauen wir uns natürlich das Wichtigste an, nämlich das Debütalbum Treppenhaus von Apache 207. Ich werde das Ganze erstmal aus der Folie befreien und dann schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. So, da haben wir das Cover, wir sehen Apache, da haben wir hier so diese Hände zusammenfaltet, absolut cool. Hinter ihnen diese Treppe und der Himmel und darunter lesen wir Treppenhaus. Dann sind auf dem Album insgesamt 12 Songs drauf, okay. So sieht die CD aus, Apache 207 Treppenhaus und dann haben wir hier wieder dieses, ja, dieses Wolkendesign oder das, diesen Himmel. Auf der Rückseite ebenfalls von der Hülle. Okay. Okay, schauen wir ins Booklet rein und das Booklet ist kein normales Booklet, sondern das ist so ein Poster-Booklet. Cover haben wir jetzt hier nochmal. Also das Ganze kann man so aufklappen. Danksagung kommt hier als erstes, also eine riesengroße Danksagung. Könnt ihr euch an der Stelle gern anhalten und durchlesen, wenn ihr wollt. Okay, das Ganze sehr hochwertig gemacht. Also nicht so einfaches Papier, sondern so ein bisschen, ja, ein bisschen was Beschichtetes. Und da haben wir jetzt als erstes das Poster.
Also wir sehen den Interpreten wahrscheinlich gerade früh aufgestanden und erstmal hier einen Espresso oder einen Kaffee. Okay, coole Sache. Und auf der Rückseite, wie gesagt, die Danksagung. Und hier sind jetzt nochmal die 12 Songs aufgelistet. Coole Sache, hat man also zusätzlich nochmal ein Poster, was man sich hinhängen kann. Okay, gut, das war das Album und das Booklet. Dann kommen wir als nächstes direkt erst einmal zu dem Stickerbogen. 11 Sticker sind hier enthalten und die sind dafür natürlich gedacht, dass man sich seine Box noch dementsprechend gestalten kann. Also wirklich eine wirklich sehr coole Sache. Wir haben uns das Ganze mal anschauen. In der Box sollte übrigens erst, glaube ich, ein Armband und eine Halskette drin sein. Das Ganze wurde dann aber abgeändert und dafür wurde das T-Shirt reingepackt. Was mir persönlich jetzt irgendwie lieber ist, weil mit dem Armband und der Halskette hätte ich nicht viel anfangen können. Also ein T-Shirt ziehe ich schon eher an. So, okay. Also, wir haben 11 Aufkleber. Einmal eine Sonnenbrille. Dann einmal den Albumtitel Treppenhaus. Dann einmal Apache. Also das ist das Motiv, was wir gerade auf dem Poster gesehen haben. Dann haben wir nochmal Apache. Dann haben wir hier, ich vermute mal, eine Hand von Apache. Dann natürlich hier nochmal der Interpret. Apache 207. Dann haben wir nochmal Treppenhaus mit dem Himmel im Hintergrund. Nochmal den Interpreten. Dann natürlich ein Roller. Und einmal riesengroß die gefalteten Hände von Apache mit Rolex ist hier am Start. Auf jeden Fall cool, also das kann man sich vorne jetzt auf die Box draufkleben. Coole Sache, wie gesagt, finde ich wirklich cool. Erstens mal jede Menge Aufkleber und dass man die dazu nutzen kann, halt einfach sich seine Box selber zu gestalten. Feine Sache. Okay, also das waren die Aufkleber. Dann kommen wir jetzt direkt mal zum zweiten Kühlakku. Also auch wieder im 207 Design, könnt ihr euch dann zusätzlich mit reinlegen, beziehungsweise wenn der eine mal aufgetaut ist, könnt ihr halt den anderen mit reinmachen. Und der ist sogar vom Design her ein bisschen anders, wenn ihr das mal seht. Also der war jetzt hier gerade im Deckel drin und der ist hier so ein bisschen so. Okay, also wie gesagt, zweimal könnt ihr dann wechseln oder halt einfach einen mit reinlegen. Gut, also ein zweiter Kühlakku. Dann haben wir als nächstes den Tragegurt. Also erstmal mit Karabiner, also richtigen Metallkarabiner mit Stück Kette. Und dann haben wir hier das Band Apache 207. Apache 207. Ich wollte gerade sagen, ist das unterschrieben, das ist sogar wie so ein Autogramm. Also das wäre natürlich nochmal eine coole Idee gewesen, wenn das Ganze nochmal unterschrieben gewesen wäre. Und nochmal Apache 207. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch nochmal so einen Metallkarabiner. Gut, da hängen wir das Ganze doch einfach mal ein und dann werde ich euch das Ganze mal ganz kurz vorführen. Also zack und zack, okay. Deckel zu und jetzt, wie gesagt, könnt ihr dann das Ganze so halt bequem tragen. Auf jeden Fall coole Sache. Natürlich mit jetzt Metall ist es nicht ganz so gut, weil das hier vielleicht ein bisschen am Plastik kratzt, aber ansonsten auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Okay, also der Tragegurt zur Kühlbox. Dann, liebe Freunde, haben wir jetzt nur noch als nächstes. Achso, wir haben nur noch das T-Shirt, dann sind wir schon wieder durch. Okay, gut, dann schauen wir uns natürlich jetzt noch zum Schluss das Shirt an. Das T-Shirt ist in der Größe L. Und auf der Vorderseite haben wir groß Apache 207 stehen. Und auf der Rückseite, liebe Freunde, absolut cool, haben wir natürlich einen schönen großen Druck drauf. Und zwar das Albumcover. Jetzt kann ich mal aus. Das ist ein bisschen besser seht. Alles gar nicht so einfach mit so einer riesengroßen Box. Also, einmal das Albumcover Treppenhaus. Sehr cool. Schöner großer Druck auf der Rückseite. Jetzt schauen wir natürlich nochmal, ob wir noch ein bisschen was finden zum Shirt. Zwecks so
Material. Also wir haben schon mal auf jeden Fall Cotton. Okay. Cotton, aber steht nicht wie 4%. Also ich denke mal komplett Cotton. Und genau, 100% Cotton. Okay. Gut. Okay, sehr schön. Also das war jetzt noch das T-Shirt. Und damit, liebe Freunde, sind wir mit dem Unboxing durch. Wirklich eine absolut krasse Box. Ich muss auch ehrlich sagen, für 50 Euro, Freunde, absolut gerechtfertigter Preis. Ihr bekommt wirklich eine coole Sache. Ihr könnt alles verwenden. Und wie gesagt, einfach wirklich ein richtig cooler Einfall. Also, ihr bekommt in der Box das T-Shirt, dann natürlich das Wichtigste, das Album mit 12 Songs, dann die beiden Kühlakkus, jede Menge kleine, aber feine Aufkleber, also alle die hier, wie gesagt, damit könnt ihr euch individuell eure Box selbst gestalten, wirklich eine sehr coole Idee, die ganzen Aufkleber gibt es dazu. Und dann, wie gesagt, hier noch diese wunderschöne, coole Kühlbox mit Haltegurt, Riemen, wie auch immer. Ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall feine Sache. Cool. Ja, liebe Freunde, das war soweit. Wir sind durch mit dem Unboxing. Ihr könnt mir natürlich gern eure Meinung zur Box unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, meine Meinung, habe ich gerade gesagt, absolut krasse Box. Wirklich sehr cool, einfallsreich. Hier passt einfach alles qualitativ hochwertig. Alles einfach wirklich top. Kann man absolut nicht meckern. Und natürlich, wie gesagt, wirklich einfach mal wieder was Neues. Bisschen Abwechslung hier reingebracht in ja, das ganze Fanboxen-Game. Gut, das war's soweit. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Apache207. Viel Erfolg mit deinem Debütalbum. Viel Erfolg mit deinem Debütalbum. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.